Gehen wir nochmal zu unserer Stütze Firstpfette zurück, Position 6. Da hatten wir ja konstruktiv dieses kleine Bauteil, diese kleine Stütze in unser Statikdokument eingetragen. Hier will ich vielleicht das Ganze nochmal etwas genauer darstellen. Und da ist natürlich immer ganz hilfreich, wenn wir vielleicht eine kleine Skizze anlegen. Das können wir hier mal machen über die Schaltfläche Skizze. Da öffnet sich das Modul S012, der Skizzeneditor. Legen wir mal eine Zeichnung an, die zum Beispiel 17,5 cm breit ist, 10 cm hoch. Und da können wir jetzt mit ein paar einfachen Grafikfunktionen Zeichnungen, 2D-Zeichnungen erstellen. Das können wir uns hier mal angucken. Zum Beispiel geben wir mal die Sparren ein. Wir haben hier eine Dachneigung von 10 Grad und wir hatten auf der linken Seite eine Bauteilhöhe von 26 cm. Das Ganze können wir markieren, können das Spiegeln mit Kopieren auswählen, um die rechte Dachseite abzubilden. Da verschieben wir jetzt das Ganze, denn hier hatten wir eine andere Bauteilhöhe, hier hatten wir 22 cm. Dann brauchen wir eine kleine Firstpfette. Gehen wir auf das Rechteck, überlegen uns, wie wollen wir das entsprechend füllen. Gehen wir zum Beispiel auf die Standardschraffur, horizontale Linien. Das soll dann unser Brettsperrholz, unser Leimholz abbilden. Und erstmal Pi mal Daumen. Wir hatten hier eine Breite von 16 und eine Höhe von 24 cm. So, das Ganze will ich jetzt noch genau platzieren. Das gehen wir auf Verschieben, packen das Ganze hier in der Mitte. Und das mache ich jetzt ungefähr, dass man hier unsere Satteltiefen erkennt und noch eine kleine Linie. Hier oben haben wir ja zwei Sparren. So, dann hatten wir unsere kleine Stütze. Die hat eine Länge von 30 cm. Und diese kleine Stütze, die stand auf einem Unterzug. So, wenn wir merken, unser Blatt ist ein bisschen klein, können wir natürlich jederzeit die Größe noch verändern. Gehen wir mal auf 0,15, schieben das Ganze wieder ein Stück nach oben. So passt es aufs Papier. Vielleicht noch die geschnittenen Kanten entsprechend schraffiert. Und da unten mache ich das nochmal genauso. Und so sind wir sehr schnell in der Lage, eine ordentliche kleine Zeichnung maßstäblich für unser Dokument zu erzeugen. Mir geht es ja um die Stütze. So sieht das aus. Die hat eine Höhe von 30 cm. Vielleicht noch den Sparren vermaßt. Das sind 22 cm. Das sind die 26. Vielleicht noch eine kleine Überschrift drüber. Das finden wir auch bei Grafikelemente, den Text. Bleiben wir bei der Schriftart aus dem Dokument. Das war ja Calibri, Schrifthöhe. Und was schreiben wir da drüber? Das ist Detail Firstpunkt. Auch hier sehen Sie, das flackert dann immer kurz rot, wenn wir uns vertippt hätten. Also da kriegen wir auch die Rechtschreibüberprüfung angeboten. Detail Firstpunkt, vielleicht noch in der kleineren Schrift. Packen wir noch den Maßstab drunter. Maßstab 1 zu. Und den müssen wir uns nicht merken, sondern da können wir auch auf eine Variable zurückgreifen. Maßstab des Plans.
fügen wir hier ein. Und damit sehen wir natürlich, wenn wir jetzt das Ganze im Statikdokument nochmal angucken, und das Ganze auf dem Drucker ausgeben, das ist eine maßstäbliche Zeichnung, da können wir auch mal mit dem Maßstabslineal noch was rausmessen.